Wir sind hier in Süddeutschland, also in der Nähe vom Bodensee, auf dem Kögelhof mit einer Biogasanlage. Und da entsteht einfach auch viel Wärme. Die nutzen wir jetzt hier zum Beispiel unter anderem für Scheitholztrocknen. Und jetzt sind wir da gerade vor so einer Trocknungsbox. Da passen 300 Kubikmeter Scheitholz rein. Die waren nass angeliefert und die tun wir dann mit einer warmen Luft trocknen. Wir haben warmes Wasser mit 70 Grad in einer Biogasanlage. Das wird hergeleitet zum Wärmetauscher. Und da wird kalte Frischluft erwärmt auf 60 Grad. Und die geht dann über Kanäle unterirdisch in die Box. Und von unten kommt die warme Luft. Und Holz ist ja voll mit Wasser sozusagen und hat aber lauter Fasern und Kapillare. Und durch das, dass die warme Luft da vorbeistreicht, zieht es das Wasser aus dem Holz. Und wenn die wieder ausgelagert worden, dann fehlen 40 Tonnen Wasser. Das sind fast zwei Lastzüge Wasser, was weg ist. Ja. Gerade ein wichtiger Punkt ist da, dass man nicht mit zu viel Wärme kommt. Wenn man da jetzt mit 70, 80 Grad warmer Luft kommt, dann kleben die Kapillaren außen zu und das Wasser kann von der Nitte nicht mehr über die Kapillaren nach außen fließen. Und darum ist ein wichtiger Punkt, dass man da jetzt über 60 Grad kommt, dass die eben nicht zukleben. Man kann reinblasen, der ist noch nass, also man kriegt keine Luft durch, weil das voll mit Wasser ist. Und wenn das Holz trocken ist, dann bläst man da durch wie durch eine Röhre, weil die Fasern offen sind. Sensorik, wir haben angefangen mit der Ansaugluft, wo die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit gemessen wird. Dann haben wir oben auf dem Holz Temperatur, Luftfeuchtigkeit und oben an der Abluft. Wir überwachen es mit Moneo und früher war es einfach ein Blindflug. Früher haben wir immer grundsätzlich 4 Wochen getrocknet, einfach um sicher zu gehen und haben keine Überwachung gehabt. Heute sehen wir anhand von den Kurven, es könnte eigentlich schon trocken sein und das ist halt 300 Kubik in 3 Wochen ist ein großer Vorteil für den Händler und auch für mich, weil ich mehr Holz durchbringe. Ihr habt mir hier ein Paket von Sensoren gegeben, die habt mir hingemacht, hat eingesteckt und auf dem Moneo waren alle Sensoren da, also ein Traum.